Hey ho, meine Lieben, in Nördlingen ist ja gerade wieder Messe, und die ist nicht so weit weg hier, Nördlingen. Und der Renner auf der Messe ist immer, oder sind immer, die Messwürst. Und ich habe mir da zwei Stück organisiert und deswegen mache ich mir heute Messwürst im Wecken. Wecken. Naja, gut. Also absolut schnelle Nummer, die Dinger schnell auf den Grill geschmissen, durchgegrillt, aufs Brötchen drauf, Senf drauf, fertig. Mehr mache ich heute nicht. Und dazu gehen wir rüber in meine kleine, aber feine Küche. Hierzu habe ich mir den Severin Tischgrill wieder rausgeholt. Ganz einfach, der ist ein bisschen größer als das Steakboard und hat zwar nicht ganz so viel Leistung, aber für die Würstle wird es mit Sicherheit ausreichen. Und jetzt lasse ich den erst einmal schön heiß werden und dann schmeißen wir einfach die Würstle drauf, grillen die, und in der Zwischenzeit kann ich ja dann nachher schon mal mein Semmelchen oder mein Wecken aufschnibbeln. Sollte ausreichen. Und ganz einfach Würstel grillen. Nichts Aufwendiges. Keinen großen Aufriss machen. Einfach nur grillen. Die optimale Vorgehensweise für die Würstchen wäre jetzt natürlich schön auf dem Kohlegrill, wie eine Weberkugel oder sonst was, die zu grillen, aber das geht heute nicht, habe ich nicht zur Verfügung hier jetzt, und mit dem Fahrrad werde ich heute mit Sicherheit auch nicht mehr hinausfahren, aber naja, man weiß sich ja zu helfen. Ja, Freunde, und wie ihr selber sehen könnt, bekommt man auch auf so einen Elektrogrill ein bisschen Farbe und Röstaromen hin. Es dauert halt definitiv länger als auf dem anderen Grill, auf dem Holzkohlegrill oder so. Aber es funktioniert genauso. Und den Tischgrill würde ich jetzt nach den Erfahrungen mit dem Steakboard ja in die Kategorie Würstchengrillgerät einordnen. Also für Würstchen ist der Grill optimal. Steaks oder so, ja, da hat er definitiv zu wenig Zunder. Aber jetzt für schön gemütlich Würstchen machen, dass die auch innen schön warm werden und durch werden, ist das Gerät super. Und genau deswegen habe ich den heute wieder mal rausgeholt. Aber jetzt sind wir gleich soweit mit dem Würstle durch, fertig. Und wir gehen schon mal rüber an die Theke. So, Leute, mir reichen sie, die Würstchen, so wie sie aussehen. Alles, was wir jetzt noch benötigen, Schrippen, Wecken, Semmel, irgendwie sowas, wie ihr das nennen wollt. Ob man jetzt an Tomisenf, an Händelmeier, an Bautzner oder was weiß ich, völlig wurscht, Hauptsache mittelscharfer. Ich habe sie auch schon mit Ketchup Mayo gegessen, sind auch lecker. Kann man genauso machen. Oder Senf Ketchup Mayo funktioniert auch. Hier ist erlaubt, was gefällt. Fertig. Tja. Und das wäre mein Messwürst wecken. Gut, dass ich noch unter dem Brettel bin, über dem Brettel bin, weil es gerade tropft schon der Senf runter. Die Messwürste sind eigentlich wirklich jedes Jahr Highlight. Gut, ich bin jetzt nicht auf die Mess gekommen, aber unten haben es welche gehabt. Geil. Mmh.
diesem Sinne, Messwürst, Nördlinger Mess, ist auch ein Highlight hier aus der Region. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich hier jetzt einmal so ein schnelles, kurzes, spaßiges Video. Mhm. Okay, Freunde, wenn es gefallen hat, ein Däumchen nach oben, ein nettes Kommentar, Abo und ja, das nächste Mal gibt es mit Sicherheit bestimmt wieder was Größeres. Tschaikowski, wir sehen uns. Hallo!